So, und wenn, was schreiben denn? Habt ihr Fragen, meine Lieben? Ich habe das gerade, ja, ich lese, mein Lieber. Dass du überhaupt noch live gehst, Hamdi hat mich mehrere Male aus... Ich habe mittlerweile zweimal mit Hamdi gesprochen, über 2-3 Stunden. Also er hat mich nirgendwo auseinandergenommen. Überhaupt gar nicht. Deswegen verstehe ich nicht, wie du das meinst. Er markiert mich ja heute immer noch. So. Da haben wir auch wieder den lieben Dua. Dua, wir warten, bis du die 1000 Follower voll hast. Dann kannst du selber hochkommen. Genau. Mein Lieber, wir warten, Mr. Good Life, wir warten auf dich, bis du auch deine 1000 Follower voll hast. Und dann kannst du auch nochmal hochkommen und wir werden dir diese Frage beantworten. Ich meine, hier bei TikTok bin ich ja nicht der Einzige, der das Evangelium predigt. Ja, Gott segne dich. Wenn du Fragen hast, dann warte, bis du 1000 Follower hast, dann kommst du hoch und dann werden all deine Fragen beantwortet. Ja. So macht das keinen Sinn im Chat. Deswegen, sei geduldig und warte, bis du hier mitreden kannst. So. Das wäre jetzt auch unfair von mir, jetzt einfach so in die Schriften zu gehen, ne, obwohl du nicht da bist, obwohl ich predige das Wort, ja, den auferstandenen Herrn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, und wir haben hier einen Gast. So. Segen mal, Bruder. Gott besegne, mein Lieber. Bruder, guck mal, da ist so eine wichtige Frage, die in letzter Zeit sehr, sehr oft durch die Gegend geht. Wie sieht das aus mit Säuglingen, Bruder? Weil die kommen ja auf die Welt mit der Erbsünde. Ja, wenn die ja dann nicht getauft sind. Wir wissen ja, dass ja keiner ohne Sünde zum Herrn kommen kann. Ja, hast du da eine Antwort, die mehr Sinn für uns ergeben könnte oder so? Weil ein Säugling rein theoretisch hat ja keine Sünde auf sich. Er macht ja nichts Schlimmes, aber wir haben ja die Erbsünde, das wissen wir ja. Ja, was ist genau da die Frage? Also im biblischen Sinne, ob ja, die Frage ist, wenn ein Säugling, sage ich mal, wenn man von der Kindestaufe, sage ich mal, absieht, ja, das nicht macht, was passiert mit diesem Baby? Kommt das denn in das Himmelreich? Oder wo kommt dieses Baby denn hin? Weil mit einer Sünde können wir ja nicht zum Herrn. Das wissen wir ja. Wir müssen ja sündenfrei sein. Und da wir ja die Erbsünde direkt auf uns tragen, ja, wie wird das da gemacht? Verstehst du? Das ist halt so eine Frage, weil ich bin ja selber orthodox, Bruder. Ja, ich bin Aramäer, ja. Bei uns ist das ja auch so, dass die Kinder ja schon, da gibt es ja auch die Kindstaufe. Ja, die wird ja in der Regel dann, sag ich mal, gemacht, damit man ja diese Erbsünde von dem Baby reingewaschen hat. Ja, und wenn da halt irgendwas ist, sag ich mal, dass ja das Kind sündenfrei zum Herrn kommt. Ja, aber ob das jetzt alles auch so seine Richtigkeit hat oder nicht, Bruder, das weiß ich nicht, weil ich bin da jetzt nicht so belesen in dem Ganzen. Ja. Vielleicht kannst du uns ja da weiterhelfen, weil wir haben diese Frage sehr oft in letzter Zeit in den Streams, ja. Und ich will da auch nicht einfach irgendeine Antwort treffen, wenn ich da kein Wissen habe. Also das Wissen ist ja immer auf der Bibel basiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie viel Wunder Jesus getan hat, dann sehen wir, in der Bibel hat er zum Beispiel 3 Auferstehungswunder getan. Wie viel Naturwunder hat er gemacht? Sind, glaube ich, auch so 9 oder ich hatte das gestern angesprochen. Und Heilungswunder sind auch 21, ja, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Solche Fragen kann man einfacher beantworten als Fragen, die einfach in der Bibel nicht direkt mit einem Alter beantwortet werden. Das Ding ist, dass die Bibel über die Taufe sagt, jeder, der glaubt und sich tauft, wird errettet werden. Das bedeutet, dass wenn jemand halt
gläubig wird zum Herrn Jesus Christus, er auch definitiv die Entscheidung treffen wird, sich taufen zu lassen. So. Was jetzt das mit den Themen, mit den Kindern angeht, steht auch geschrieben in Matthäus Evangelium Kapitel 19, wo Jesus die Kinder segnet. Er segnet sie. Also Kinder werden in der Bibel, kenne ich keine Stelle, wo Kinder getauft werden. Vielleicht kennst du welche. Aber es steht geschrieben, da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber tadelten sie. Das heißt, die Jünger fanden das nicht gut. Warum legt der Herr jetzt Hände auf die Kinder und betet für sie? Ja? Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Ja? Das heißt, Kinder haben so eine besondere Funktion, wie der Herr das ja hier gerade sagt. Ja, dass man nicht verwehren soll, sie ja, mit diesem freien Mut, den sie haben, zu dem Herrn Jesus Christus zu kommen. Ja, und er sagt noch mehr, er sagt dieser, also denn solcher ist das Reich der Himmel. Das heißt, wenn wir so kindlichen Glauben haben, damit sind Menschen auch generell gemeint, wenn wir mit diesem kindlichen Glauben zu dem Herrn Jesus generell kommen, ja, aber ein genaues Alter, sag ich mal, ab wie vielen Jahren oder ob jetzt jemand mit 12 oder 14 erst zur Rechenschaft gezogen wird, für dass er da nicht geglaubt hat und gestorben ist, sag ich mal, mit 10, gibt's ja Unfälle, ne? Wenn jemand mit 8 stirbt, mit 6 stirbt oder mit 4 stirbt, ist das jetzt dasselbe, wie wenn er mit 18 gestorben ist? Die Bibel sagt ganz klar, dass es da halt kein Alter gibt. Gleichzeitig sagt er, dass Kinder einen besonderen Segen bei dem Herrn Jesus Christus haben. Hier. Okay. Hier. Also, wenn du eine Stelle kennst, sage ich mal, mit dem Alter, kannst du mir das gerne zeigen, aber soweit ich weiß, gibt es keine genaue Stelle, wo das Alter genau beschrieben wird. Hi. Mein lieber Bruder, Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen. Jetzt kommt ein Face-Leak, weil ich wurde ja geleakt auf Discord und Co. Erstmal Salam Aleikum an alle hier im Stream. Ich bin ganz normal, wie ihr mich auch immer kennt. Wa Aleikum Salam. Ab jetzt zeigen wir unser Gesicht, weil wenn Leute mich so oder so schon screenshotten, wenn das mal aus Versehen passiert, dann kann ich auch mein Gesicht zeigen. Ich stehe dahinter. Ich stehe hinter dem Herrn Jesus Christus. Ich stehe hinter meinen Aussagen. Ich werde dahinter stehen, was ich falsch gemacht habe. Ich werde dahinter stehen, was ich richtig getan habe. Ich habe keine Angst vor Leuten, die mir drohen mit irgendwelchen Sachen oder meiner 4 Monate alten Tochter drohen. Dafür solltet ihr euch bitte schämen. Dafür solltet ihr Angst haben vor Gott, weil Gott wird solche Menschen definitiv richten, weil wie kann man denn Gewalt an ein 4 Monate altes Kind ausüben wollen? Das ist ja Katastrophe, ist das. Ja, das zeigt, wir haben gerade eine Frage gehabt von dem Bruder, und zwar über Kindertaufe, beziehungsweise was mit Kindern passiert oder was die Bibel generell dazu sagt, weil das ein aktuelles Thema ist. Und ja, das ist schon Wahnsinn. Also das zeigt, was die Erbsünde in diese Welt gebracht hat. Einfach. In uns ist einfach so viel Hass, ja. Und das kann nur der Herr Jesus Christus bereinigen auch. Dass er uns ein neues Herz gibt, ein fleischliches Herz, damit wir unseren Nächsten lieben. Ja. Und wir sollen ja unseren Nächsten lieben, wie wir uns lieben. Das heißt, die dir das wünschen, ja. Du kennst ja sowieso in diesem orientalischen Bereich oder im osmanischen Bereich, da ist ja alles so Allah Karizim, alles mit Allah soll dich verfluchen, Allah soll das nicht machen. Es ist einfach nur, man wünscht im Gottes Namen Fluch für dich, anstatt zu sagen, komm, was ist denn dein Problem? Also überhaupt keine Geduld einfach in diesem Bereich, ja, nee. Und das war eben das Thema, also in der Bibel steht halt nirgendwo genau, was der Bruder gefragt hat, dass wir sagen können, okay, jetzt ab 14 oder ab 16 oder ab 18, wo fängt das Gewissen an, dass man sagen kann, ja okay, ich habe in der Zeitung jetzt gelesen letztens beispielsweise, der ist mit 10 Jahren gestorben, das arme Kind, was sehr traurig ist. Und wo kommt er jetzt hin? Weil, wo hat er jetzt das Gewissen gehabt, schon sich zu bekehren?
Oder zählt er noch zu einem Kind, was nicht diese Chance hatte, den Herrn Jesus Christus anzunehmen? Verstehst du? Der Herr sagt einfach, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Und er wird es wohl, mein lieber Bruder Geistlife, Gott wird es am besten wissen. Er wird es am besten wissen, wenn unschuldige Kinder sterben, wenn sie ermordet werden, wenn sie verbrannt werden. Er wird einfach ganz klar entscheiden, ganz klar wird er das Kind, also ganz klar wird er das Kind nach seinem Entscheiden, also nach seiner Gerechtigkeit, wird er entscheiden. Also ein Beispiel wäre, ich bin jetzt nicht Gott, ja, Gott wird die Sünde richten, aber ich könnte mir, sage ich mal, wenn ich überlege, dass Gottes Gerechtigkeit viel höher ist als meine, könnte ich zum Beispiel sagen, wie würde Gott ein Kind richten, ja, was gerade mal mit 6, 7, 8 Jahren gestorben ist. Also es ist seine Entscheidung und da möchte ich auch nicht was sagen, aber ich denke schon, dass es dann Eingang hat ins Paradies, weil er sagt, die Kinder, ihnen gehört das Reich der Himmel. So ein freundliches Kind einfach, weißt du, was ich meine? Was einfach immer gehorsam war und durch eine Krankheit vielleicht gestorben ist. Bald sind wir live im Harut-Mobil und machen dann unsere Hetze von dort aus weiter. Together. Ja. Richtig, so sieht's aus. So, wir haben jetzt hier mehrere. Ich muss kurz raus, ich komme aber gleich wieder. Gerne, mein lieber Bruder. Ja, ich muss kurz raus, ich komme aber gleich wieder. Ich habe gerade einen Notfall. Gottes Segen mit euch. Tamam, Taib. Bis nachher, Bruder. Gottes Segen. Taib. Taib. Richtig. Recep Tayyip Erdogan. Richtig. So, wir haben jetzt jemanden hier. Ich hoffe, er ist noch in der Warteschlange. Und zwar der Alp Aslan. Alp Aslan, der. Hallo. Hallo, Alp Aslan. Hallo. Merhaba. Seht ihr mich? Hört ihr mich? Hört mir seni. Duyuyoruz ama. Hört ihr mich? Aynen, duyuyorum seni ya. Hallo zusammen. Also ich denke so, ich bin Moslem, aber ich habe auch viele christliche Freunde, die sind voll cool, voll in Ordnung. Ich denke so, wer was Gutes tut im Leben, der kriegt das wieder. Und wer was Böses tut, kriegt das auch wieder. Egal ob Christ, ist Moslem oder Jude, ist scheißegal. Gott hat uns alle erschaffen. Das ist schon wieder eine etwas falsche Auslegung, weil du kannst ja Gottes Wort nicht verleugnen. Das ist das Problem. Moment, darf ich mal eben ausregen? Ist egal, ob jemand glaubt oder nicht. Die Tatsache ist, wer macht Gutes und wer macht Schlechtes? Glaub es mir. Alp Aslan, du bist hier in einem christlichen Stream. Alp Aslan. Ja, bitte. Wir zwei sind Christen. Der Adlerblick ist Ex-Moslem. Ja. Das mit den guten und schlechten Taten, wir wissen, aus welcher Religion das kommt. Das kommt aus deiner Religion. Bei uns gibt es sowas nicht. Bei uns gibt es nur. In der Bibel steht das auch. Nein. Guck mal, das Ding ist, wir laden hier Menschen ein, endlich mit dem Herrn Jesus Christus endlich Frieden zu haben. Ja, ist das auch heißt, was Gutes. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Wir lieben Jesus ja auch so. Ja, aber der Jesus, also, der Isa ibn Maryam, ist nicht der Herr Jesus Christus aus der Bibel. Guck mal. Gar nicht. Der Jesus ist vom Geiste Gottes. Das steht im Koran. Alp Aslan, ich weiß, wir kennen den Koran. Deswegen laden wir dich ein, auf den Islam zu verlassen. Nein. Ja, sagt ja immer, wir sind bessere Muslime, bessere Sunniten. Bruder, Islam heißt doch Frieden. Nein. Islam heißt nicht Frieden. Islam heißt, dass du dich unterwirfst. Unterwerfung. Salam ist Frieden. Salam. Salamu alaikum, Frieden sei mit dir. Aber Islam ist Unterwerfung. Was ist denn da dran so schlimm? Guck mal, bist du ein praktizierender oder beziehungsweise Sunnite? Bist du ein praktizierender Muslim? Ich bin kein Sunnite, ich bin Moslem. Koranit. Das heißt, nur Koranit. Ich bin kein Sunnite oder irgendwelchen Sekten oder so. Ich bin einfach ein gottergebener Mensch. Ich versuche, gute Sachen zu tun für Menschen. Also nur Koran. Nur Koran. Für die Schöpfung. Nur Koran. Sola Scriptura in Muslimform. Bitte? Nur Koran? Ich lese Koran, ich lese auch die Bibel. Okay, aber zu welcher Moschee gehst du? Ich gehe zu keiner Moschee.
Okay, das heißt, du betest zu Hause fünfmal am Tag? Ich bete zu Hause, wo keiner ist, zu Gott. Okay, und wenn du Fragen hast, zum Beispiel über Auslegungen, was machst du dann? Ich lese. Benutze meinen Verstand. Ein Augenblick, Alpazlan, einen Augenblick, ich muss kurz auf die Kommentare eingehen. Was ist mit gestorbenen Kindern? Kommen die ins Paradies? Wenn ja, wo steht das? Harut, steht nicht, dass die Kinder beim Herrn sind? Ja, die Kinder sind. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Ja, das sind Engel, die werden Engel. Das sind, es steht geschrieben, Matthäus Evangelium 19, da sagt der Herr Jesus Christus: Lasst die Kinder und verwehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn ihnen ist das Reich der Himmel. Ja, aber Alpazlan, ja, guck mal, in der Bibel steht ja, dass der Herr Jesus Christus für uns gekreuzigt und auferstanden ist, was der Koran ja nicht sagt. In Sura 112 steht geschrieben. Da steht da drin, aber das ist euch so vorgekommen. Das heißt, die haben ihn gekreuzigt und die haben ihn getötet. Aber im Gottes Dingens ist er nicht tot. Aber für die Menschen ist das so vorgekommen. Aber er ist gekreuzigt worden. Alpazlan, im Koran steht, dass ein anderer gekreuzigt wurde. Nein, sowas steht nicht. Das ist Überlieferung. Im Koran steht nicht, dass ein anderer. Das ist denen so vorgekommen, als ob sie ihn getötet haben. Doch okay. Gott hat ihn zu sich selbst hochgehoben. Okay, machen wir erstmal das Thema, danach machen wir erstmal das Thema und danach machen wir Sura 112, okay, wo Allah selber sagt, dass er weder gezeugt hat noch gezeugt wurde. Okay? Ja, das stimmt. Weil wir glauben ja, dass Gott Mensch geworden ist. Das glaubst du ja nicht. Gott ist Mensch ja in den Ahadithen steht. Ich verstehe eure. Also, Jesus ist vom Geiste Gottes. Das ist. Er ist auch. Natürlich hat er göttliche Veranlagungen, aber er ist kein Gott. Das verstehst du, was ich meine? Er hat durch Gott Sachen gemacht. Durch Gottes Kraft. Und das glauben wir ja, wir Christen. Und wir Christen glauben. Ich glaub das auch. Ja, aber wir Christen glauben, dass der Herr Jesus Christus Gott ist und für unsere Sünden gestorben ist. Guck mal, wenn du sagst, Jesus Christus ist Gott, dann. Das ist eine falsche Aussage für mich. Aber er ist, guck mal. Er ist vom Geiste Gottes. Er hat was Göttliches, was von Gott gekommen ist. Aber er ist kein Gott. Verstehst du? Für mich ist das ein Mensch, genau wie du und ich, der geboren ist, aber ein Mensch, der eine ganz große Rolle in der Menschheit spielt und der die Menschen zu Gottes Weg einladet. Und die toten Herzen wieder lebendig macht. Okay. Kennst du Thomas, einen von den Aposteln? Thomas Evangelium habe ich mal reingeguckt, ja. Aber nee, nicht Thomas Evangelium, nicht das Thomas Evangelium. Kennst du den Thomas? Von den, nee, kenne ich nicht richtig. Muss ich ehrlich zugeben. Ich zeige dir jetzt eine Stelle aus der Schrift. Ja. Stehst du an der Autobahn oder? Weil es ist sehr laut, die Autos im Hintergrund. Ich bin im türkischen Kaffee hier. Ich sitze draußen und trinke mir einen Tee. Okay. Tamam. Pass auf. Aleykümselam. Guck mal hier. Im Johannesevangelium, Kapitel 20. Ja. In Vers 28, ab Vers 26 lesen wir, ja? Ja. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Ah. Ja, aber das behauptet der Thomas. Ja, aber guck mal, was Jesus danach antwortet. Allerblick ist kein Türke, Jesus, der ist Ermenli. Ey, das ist, ihr seid so unfassbar, ne? Ist jetzt, okay, dann bin ich Armenier. Jesus, ich bin sehr gerne Armenier. Nennt mich gut Armenier. Weil du mich gesehen hast. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Was steht danach? Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Richtig. Also die nicht genau sehen und glauben. Ja, Jesus hat hier gesagt, weil er ja gesagt hat, mein Herr und mein Gott, hat er zu Jesus gesagt, richtig? Ja. Und danach hat Jesus zu ihm gesagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Also du richtig glaubst, dass er Gott und sein Herr ist, weil er ihn gesehen hat. Ja. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Damit sind wir gemeint. Ich weiß. Wir haben Jesus noch nie gesehen. Ja, das kann man aber auch anders verstehen. Das ist, Also wenn Thomas zu Jesus spricht, mein Herr und mein Gott, wenn Jesus nicht Thomas Gott ist. Thomas sagt das zu Jesus, genau. Ja, ja. Jesus aber wenn Jesus nicht Gott ist, dann hätte er sagen müssen, stopp. Er sagt, Jesus spricht zu Thomas dann, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, was heißt das für dich? Ja, die glückselig sind die Leute, die nicht sehen, aber glauben. Das sind glückselig. Ja, aber was sagt er zu Thomas erstmal? Thomas, du glaubst, oder, weil du mich gesehen hast, richtig? Ja, ich weiß, was du meinst. Sheikh, salam alaikum. Ist zweideutig. Assalam. Nein, das ist nicht zweideutig. Guck mal, wenn er nicht Gott ist, wenn er nicht Gott wäre. Aramäisch lesen. Nein, guck mal, wenn er nicht Gott wäre, dann hätte er hier sagen müssen, nein, ich bin nicht Gott. Verstehst du, Al-Baslan? Ja, ich habe das verstanden. Alles gut. Es gibt noch viel mehr andere Stellen in der Bibel, weil du sagst ja, du liest die Bibel, wie zum Beispiel in der Offenbarung Kapitel 1 steht drinnen in Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Wer ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Ja, ich weiß, ich kann das lesen. Alles gut. Wer ist denn der Allmächtige? Alparslan, das ist wirklich sehr laut im Hintergrund. Ja, ich weiß, das ist hier im türkischen Kaffee. Sorry, was soll ich machen? Kein Problem. Ja. Hast du noch Fragen? Nein, alles gut. Okay, ja, ich versuch ja natürlich immer weiter zu lesen, auch in der Bibel, auch im Koran. Ja. Und ich mache meine eigenen Gedanken daraus. Ich versuche immer gute Werke zu tun. Ist egal, wir sind alle hat. Gott hat uns alle erschaffen. Nicht nur die Christen oder Juden oder Moslems, sondern alle. Alles. Deswegen, Alperdaye, Alperdaye, Alpaslandaye, pass auf. Guck mal, geh bitte heute Abend, frag bitte einfach aufrichtig, ob wir hier die Wahrheit sagen, ob das ist, was wir Christen glauben, dass Jesus Gott ist, ob das stimmt. Glaub mir, Gott wird dir antworten. Guck mal, dieser Bruder hier, der hier, er war 30 Jahre Moslem und dieser Bruder hier war auch, ist auch... Ja, das hat auch jeder selber zu entscheiden. 20 Jahre, über 20 Jahre war ich Muslim. Ja, und ich war ein gläubiger Muslim. Ich habe ja auch fünfmal am Tag gebetet und so. Es gibt auch keinen Zwang im Glauben. Er kann euch verstehen. Keiner darf durch Zwang glauben, das geht gar nicht. Was heißt, es gibt keinen Zwang? In semitischen Lehren wirst du halt ausgestoßen, da wirst du halt verachtet, da wirst du halt ja unterdrückt. Es gibt keinen Zwang im Glauben, aber es gibt einen indirekten Drang zum Glauben. Genau, es gibt einen indirekten Zwang. Bruder, ich bedanke mich bei dir, dass ich wirklich mit euch reden konnte. Möge Gottes Segen auf euch sein. Auch auf dir, Achmi. Bleibt gesund, passt auf euch gut auf. Man sieht sich. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke, Daye. Danke, Amjad. Ciao, ciao. Dua.
Hat man gesehen, Adlerblick, du wusstest nicht mal die 7 Bedingungen des Tauhids. Du, ich habe 5 deiner Brüder auf Aufnahme, einer von den Es-Salaf, Es-Salihin 4, den du auch kennst, wie der nicht die 7 Bedingungen von La ilaha illallah weiß und der ist jeden Tag bei Hamdi im Stream. Was erzählst du mir hier gerade? Soll ich deine Brüder jetzt, Alex, posten? Mache ich Videos von euch? Poste ich euch? Mache ich so etwas? Ich mache so etwas nicht, weil ich keine Menschen bloßstellen will, weil ich kein Munafik bin wie ihr. Ey, ihr Sunniten, Bruder, lass ihn doch mal seinen Ärger mal Luft machen, das ist doch okay. Ja, fünf seiner Glaubensbrüder, die alle jeden Tag bei Hamdi sitzen, habe ich auf Aufnahme, wie sie sagen, nein, ich weiß die 7 Bedingungen nicht. Soll ich sie jetzt alle posten? Bin ich wie ihr oder was? Ich unterscheide mich von euch in dem Sinne, dass ich dem Herrn Jesus Christus folge und dass ich nicht andere Menschen öffentlich bloßstellen möchte, aufgrund ihres Gesichts Screenshots mache, die rumposte und so, obwohl ihr ganz genau wisst, dass das negative Konsequenzen für mich haben kann. Ihr seid richtige Munafikun, seid ihr. Ihr seid die Wahrheit. Heuchler. Ja. Richtig. Adler, ja, komm wieder ruhig, ruhig. Wieso soll er runterkommen? Wieso soll er seinen Ärger nicht Luft machen dürfen? Nein, schreit doch nicht. Wir schreien doch nicht. Guck mal, dieser Dua. Das ist doch kein Ding. Das ist kein Schreien. Das ist einfach nur südländisches Temperament. Genau, no, das ist das heute in meinen Augen. Schreien geht nochmal anders bei mir. Guck mal, Salam alaikum. Guck mal, dieser Dua. Salam, meine sunnitischen Brüder. Oh, nicht schon wieder, Alimo. Nicht schon wieder der Fahrradgangster. Hey, der beleidigt mein Fahrrad. Hör mal auf jetzt. Spaß, Bruder, du weißt doch. Nein, du weißt aber hier, pass auf. Adler, mein lieber Bruder. So wie Ghetto-Döner, wie Ghetto-Pizza, oder? Ja, Bruder. Bruder, dieser Dua, der verfolgt uns schon hier. Ja, nee, was. Er hat immer noch nicht seine 1000 Follower, damit der hochkommt. Ja, nee. Er will noch nicht mal diskutieren. Bruder, der ist undercover CIA, der wo alles aufnimmt und Screenshots macht, bestimmt. Der ist mein Sohn. Da kommt der Türke aus dir raus, Adlerblick. Ja, das stimmt. Ich bin generell sehr temperamentvoll. Ich gehe von 0 auf 100 in einer Sekunde, wenn es um sowas geht. Weil wenn ich merke, wie ein Mensch heuchelt, wie ein Mensch lügt, mir ins Gesicht lügt, dann kann ich das nicht akzeptieren. Das heißt nicht, dass ich ihm auf die Fresse haue oder so, aber ich rede mit Worten. Weil solche Menschen musst du versuchen, weil die können nicht anders in ihrem Denken. Die haben so einen kleinen Verstand, die haben so ein kleines Weltbild, dass sie da nicht rauskommen. Du musst die wirklich am Schopf packen, schütteln und sagen, hallo, hörst du mich, verstehst du das? Du bist ein Heuchler, bist du, hörst du das? Aber sie hören es nicht, das ist das Problem. Ja, so sieht's aus. Traurig. Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob der Dua gerne Köpfe abschneiden würde, ob der Dua gerne Hatzstrafen vollziehen würde, ob der Dua gerne Hände abhacken würde von Menschen, die was geklaut haben. Das frage ich mich. Dua, wenn ja, dann beweis mir, ich habe was als Kind geklaut, als Jugendlicher, dann hack meine Hand ab. Beweis es mir, dass du es tust. Hallo, bist du auch im türkischen Café? Bei dir ist ja auch richtig laut im Hintergrund. Bei mir? Was will ich mit den Türken hier draußen, wenn ich doch im Stream mit den Türken bin? Der ist nicht normal, ey. Da feiere ich mich, Herr Hepsi. Nein, ich bin bei mir ein bisschen Terrasse, weißt du, deshalb. Da fahren Autos vorbei, Kinder laufen vorbei. Wahnsinn. Guck mal, hier schreibt eine Schwester und eine andere bestätigt, dass das bei uns nie langweilig ist. Alhamdulillah Jesus. Alhamdulillah Messias. Bei uns ist nie langweilig. Dem Messias sei Dank. Guck mal, heute ist Wochenende. Da haben wir schon unseren ersten. Yani, er ist wie aus der Luft. Als wurde was kreiert gerade, Janne, von den 48 Anfragen, Abu Ali Al-Musawi. Al-Musawi, was? Richtig. Al-Musawi. Ist das der Salam alaikum. Wa alaikum. Das klingt so richtig wie Terrorist, aber. Wieso lachst du? Abu Ali. Ganz genau, nur alaikum, richtig, nur alaikum. Nur euch auch. Was ihr mir wünscht, das wünsche ich euch auch. Ich kann euch kein Gottes Segen wünschen. Also. Das klingt richtig wie ein Terrorist. Können wir eine kurze Sache wie ein Terrorist, sagt er. Du glaubst ja auch an den Koran, aber du bist ja Schiite, ne? Richtig. Ich wollte aber heute erstmal kurz meine Zweifel. Ich zweifle am. Sag mal, Abu Ali, warum. Warte mal, Sheikh. Lass ihn ausbrechen. Ich kann jetzt zu Wort kommen, ohne dass man unterbrochen wird. So. Ja, was für Zweifel?
Eine kurze Frage stellen, damit ich weiß, wie ihr das versteht und wie ihr das handhabt, ihr Christen. Ich weiß, dass der Adlerblick seit einem Monat ungefähr zum Christentum konvertiert ist, wenn ich mich nicht irre. Du warst vorher Sunnite, richtig? Einer, ja. Okay. Und du hast angenommen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist insgesamt alle Gott darstellen. Genau, die Trinität, ja. Okay, dann habe ich eine Frage. Ich stelle die Frage so einfach wie es geht. In der Bibel heißt es ja, dass Gott allwissend ist, richtig? Ja. Ein Augenblick, nein, lach nicht. Ein Augenblick, lach nicht. Das ist eine ganz verständliche Frage. Er möchte mir jetzt einfach nur als Shia eine Frage an einen Ex-Sunniten stellen und das kann ich absolut nachvollziehen. Al-Najafi, ich habe gar kein Problem mit dir. Ich habe kein Problem mit deinem Glauben. Ich habe auch kein Problem mit dir. Also persönlich, so menschlich gesehen, habe ich kein Problem mit niemandem hier. Aber es ist halt die Religion, die einen unterscheidet und der Stream ist ja hier offen, damit man darüber redet. Oder irre ich mich? Genau, nein, da hast du absolut recht, Al-Najafi. Dafür sind wir ja hier, sonst würden wir das ja nicht machen. Wir wollen ja in einen Diskurs kommen. Könnte ich ganz kurz sagen, Sheikh, lass mich bitte mit ihm sprechen. Sheikh, bitte. Ich möchte nur den Sheikh um einen Gefallen bitten. Tust du mir einen Gefallen von dir? Ich möchte. Ja, das dauert nur 10 Sekunden, Janu. Ich bitte dich um einen Gefallen, und zwar, dass während meiner gesamten Anwesenheit hier in eurem Stream du mit mir bitte nicht sprichst und einfach zuhörst oder mit deinen Brüdern hier sprichst. Ich möchte mit dir nicht reden, okay? Warum? Kannst du das respektieren? Nein, kann ich nicht. Warum? Ich möchte nicht mit dir reden. Ich respektiere das für Sheikh. Nein, warum? Ich möchte mit Adablik, ich möchte mit Bruder Harut, ich möchte vielleicht hier der Alimor, wenn er ein bisschen auch an Intellekt aufweisen kann. Mit dem möchte ich reden. Aber mit Nein, warum? Nicht. Was hast du? Was trägt mit mir? Und das letzte Mal, das war schon genug für mich. Also ich rede ungern mit Was Leuten, war das letzte Mal? Ach, du hast doch ganz genau gesehen, was letztes Mal gewesen ist. Der Adlerblick musste einschreiten und sagen, das ist wirklich nicht so gewesen, das ist wirklich nicht so, wie ihr gerade denkt, das sind zunitische Quellen. Was war nicht so gewesen? Ja, das war aber nicht gestört, das war ein anderer. Das war ein anderer, Abu Ali, das war ein anderer, mein Lieber. Doch, das war er, Sheikh Yabuti. Nein, das war der andere. Sag den Namen ruhig nicht. Wieso lügen die Leute andauernd? Das war er. Der andere war auch respektlos, der Arian, der war respektlos. Aber er war doch derjenige, der mir zugestimmt hat und sagte, er hat recht, was dem Vers im Koran in Surat al-Nahl, Vers 66 ist. Aber, jetzt bringe ich den Tafsir, Tanwir al-Makbas, ala Tafsir ibn Abbas. Und das war ja der Sunni-Tafsir, den er gebracht hat. Ibn Abbas nimmt er ja gar nicht, ich weiß. So. Abu Ali, redest du? Wartet, Jungs. Abu Ali, das war du wirklich. Reden, ich höre dich, aber ich gehe kurz aus der App raus. Erzähl. Guck mal, nur zum Verständnis. Der Bruder Sheikh, er hat am Ende hat er das ja, der hat ja ganz klar gesagt, okay, habe ich verstanden. Dann war es schon erledigt. Er hat das verstanden, weil er gar nicht wusste, dass du. Ich habe immer gewusst, dass du Shia bist. Ganz genau, das hat er ganz klar zugegeben. Lass uns jetzt das lass uns das mal kurz updaten, ja, 2.0. Du kannst ruhig mit ihm reden, das war er nicht. Er hat das dann zugegeben und hat dann ganz klar gesagt, dass er es nicht wusste. Okay? Richtig. Jetzt kannst du den Adler fragen. Ich kann wie ein Mann zu meinem Fehler sehen, das ist ganz normal. Abu Ali ist der Erste, der wo mich auf Deutsch Jahil genannt hat. Unwissend. Ja, super. Auf Jani. Deutsch Jahil genannt. Aber weißt du, was mich gerade interessiert? Jano, weißt du, was mich gerade interessiert hat? Und deswegen habe ich auch so vehement gerade eingegriffen. Weil er hat gesagt, nein, menschlich habe ich nichts gegen dich, aber religionsmäßig hat er gemeint gehabt. Ich habe nur eine einzige Frage. Wenn das die Religion ist, was dich abtönt quasi, wieso lebst du hier in Deutschland?
Ja, das ist die Frage. Hey, Najif, können wir bitte zum Kernpunkt zurückkommen? Ja, endlich wollte ich mal eine Frage stellen. Diese Frage, die gerade gestellt wurde, ist absolut sinnfrei, weil ich in Deutschland lebe und die Christen auch. Warum? Okay. Ich respektiere dich. Anscheinend respektierst du ja die Christen hier nicht. Ich respektiere jeden Menschen, aber was Religion betrifft, da habe ich natürlich meine Meinung bzw. meine Religion. Ja, dann geh doch in dein Land zurück, wenn du die Christen hier nicht respektierst. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich jetzt hier Olaf Scholz... Das ist für mich ein sehr ernstes Thema. Eine Sache, das war er nicht. Er hat danach zugegeben, dass er... Bruder Haru, das ist ja, genau. Du kannst immer mit ihm reden. Am Ende hat er zugegeben, dass er nicht wusste, dass du Shia bist. Und jetzt machen wir an dem Punkt weiter. Du kannst jetzt nur mit Adler reden. Und die anderen stummen sich. Ja. Okay. Zu meiner Ursprungsfrage jetzt. Stumm dich, Bruder. Ich wollte dich fragen, du bist Christ geworden, wurdest anscheinend überzeugt, alles schön und gut. Ich wollte dich fragen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist jetzt so ein komplett neues Konzept, in dem du da reingegangen bist. Also das ist für uns Muslime fernab von Tauhid, von dem Einheitsglauben an Gott. Aber es wird ja auch, die christliche Religion wird ja auch in den weitestverbreitesten Meinungen als monotheistische Religion gesehen. Deswegen möchte ich gar nicht sagen, jetzt so und so, das ist nicht Gott, das sind drei Götter und so. Das alles ist zwar meine Meinung, aber das ist nicht mein Thema. Was mein Thema ist, diese Trinität, der Glaube an die Trinität ist, dass der Vater Gott ist, der Sohn Gott ist und der Heilige Geist Gott ist. Sie unterscheiden sich alle nicht in der Gottheit, denn jeder ist gleich in der Gottheit. Sohn in der göttlichen Essenz ist wie der Vater in der göttlichen Essenz. Und der Heilige Geist in der göttlichen Essenz, beziehungsweise der Heilige Geist ist so wie, als Gott ist, so wie der Vater und der Sohn Gott. Richtig? 100%. Okay. Aber sie sind nicht im Wesen gleich. Das ist halt deswegen. Das ist klar. Menschliches sind zwei Naturenlehre und so, das kennen wir alles schon. Das ist schon aus christlicher Sicht jetzt verständlich. Ja, auch aus menschlicher Sicht ist das schon erdenklich, dass das so ist, weil die Krone von einem Baum ist ja auch nicht wie der Stamm und der Stamm ist ja auch nicht wie die Wurzeln und trotzdem sind sie eins. Richtig. Das kann man so sagen, okay. Was ich jetzt aber so hinterfrage ist, wir lassen alle die Wesensarten erstmal außen vor. Mit reinem Blick auf die göttlichen Essenzen, beziehungsweise auf die göttliche Form dieser drei Personen oder dieser drei Personen, die nennen sie ja auch Personen. So. Vater Gott, Sohn Gott, Heiliger Geist Gott. Sind alle wesensgleich im Gottsein, richtig? Nach meiner Auffassung ja, so wie ich es gelernt habe, ja. Okay. Ich möchte jetzt einen Vers aus der Bibel zitieren, wenn es mir gestattet ist. Und dann würde ich gerne dich fragen, wie du das erklärst, diesen Vers aus der Bibel, der für mich jetzt nach diesem Erkenntnis, dass ich jetzt beispielsweise als Christ sage, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in der göttlichen Essenz natürlich, alle eins, also alle gleich. Bevor du die Frage stellst, möchte ich einmal kurz darauf hinaus, dass, wenn ich dir keine Antwort geben kann, du bitte nicht mich direkt verurteilst aufgrund dessen, weil ich sage, ich habe die Bibel nicht vollständig durchgelesen. Das ist nur mein Punkt, den ich vorher schon bringen möchte. Du bist mit Respekt gekommen, deswegen werde ich nicht drauf rumhantieren, wenn du sagst, ich weiß es nicht. So, davon habe ich nichts. Ich würde dich gerne fragen, ob du das weißt oder nicht. Ist ganz abhängig davon, von dem Wunsch, dass ich dich gerne fragen möchte. Also die Folge daraus wird nicht. Ali, ich wollte das auch nämlich gerade, nachdem du das gesagt hast, sagen, er ist gerade mal neu im Glauben. Das heißt, er kann dir definitiv nicht sagen, an welcher Seite die Erschaffung des Menschen ist. Das ist jetzt erste, zweite, dritte Seite. Ne? Und er wurde schon mehrfach auch, und die meisten Muslime wissen nicht, die sieben Bedingungen der Schahada.
Gefühlt 95%, 99%. Alle. Pass auf, und er wusste das auch nicht. Und dann wird direkt gesagt, ja, du bist kein Muslim. Deswegen, wenn er es halt nicht weiß. Ja, das ist also, ein Muslim sollte natürlich wissen, was die Bedingungen für die, damit die Schahada überhaupt angenommen wird, was die Bedingungen für die Schahada sind. Aber wenn es jemand nicht weiß, dann sollte man den nicht auslachen. Wenn es aber jemand nicht weiß, der im Internet, wie einige hier im Internet, große Töne von sich gibt und ich bin so und diesen ungläubig und das ungläubig, jenen... Ja, du bist auf raus aus der App. Jenen gehören die Ohren gezogen, der dann auf diese simple Frage nicht antworten kann, obwohl er vorher auf jeden Einzelnen den Unglauben gesprochen hat. Aber wer es nicht weiß, den sollte man nicht dafür fertig machen. Man sollte nicht die Religion verurteilen, das ist das Wichtige. Richtig. Was meine Frage ist, wenn, also ganz abgesehen davon, ob du sie beantworten werden kannst oder nicht, ist ein Vers aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 32. Dort heißt es, also ich lese mal ein bisschen, vielleicht ist es im Kontext dann, also vielleicht können wir dann, also ersparen wir uns das Ganze, dann heißt es, lies im Kontext mal. Deswegen lesen wir mal von Vers 28. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum, sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag, Vers 32, doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Hier wird in der göttlichen Essenz gesprochen oder in der Wesensessenz, also als Mensch oder als Wesen. Es ist im Prinzip, also ob es jetzt in dieser Form oder in dieser Form gesprochen wird, ist es für mich hier erstmal nicht notwendig. Ich wollte wissen, wenn wir am Anfang gesagt haben, dass die Gottesessenz von allen drei Personen die ein und dieselbe ist, wieso heißt es hier, dass jene Stunde niemand kennt, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater, sprich nicht einmal der Heilige Geist. Der Heilige Geist weiß die Stunde nicht als Gott. Somit hat der Heilige Geist als Gottesfunktion nicht dieselbe wie der Vater oder der Sohn in seiner göttlichen Essenz. Wenn wir davon ausgehen, dass hier im Wesen gesprochen wird, dass nicht einmal der Sohn im Menschlichen gemeint ist. Und nur der Vater. Aber dann müssen wir wieder einen Kernfaktor rausnehmen, weil der Herr Jesus Christus war ja auch 100% Mensch. Wenn du jetzt sagst, wenn wir davon ausgehen, dass er nicht der Sohn, jetzt nicht in der Sohnesform spricht, dann machst du ja schon die Trinität wieder zu einer Zweität, also zu einer Diität oder Die Kernfrage ist jetzt, wenn nur der Vater die Stunde kennt, also den Tag des jüngsten Gerichts im übertragenen Sinne, dann würde es doch heißen, dass der Heilige Geist nicht dieselben göttlichen Eigenschaften besitzt wie der Vater. Das ist ja falsch, weil der Herr Jesus Christus war ja auch 100%. Moment, wir müssen jetzt nochmal die Stelle lesen, weil wie kommst du jetzt auf den Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist Gottes Geist, der Vater ist der Geist Gottes, deswegen von ihm geht der Geist Gottes und somit auch der Heilige Geist aus. In dem Vers steht nichts von Heiliger Geist. Richtig, das ist die Problematik hierbei. Der Heilige Geist findet hier tatsächlich keine Erwähnung. Und genau. Der Sohn. Wir glauben ja, dass der Vater ist Gottes Geist, Gott selbst. In einer Form, die wir nicht sehen werden. Genauso auch der Heilige Geist. Okay. Das ist aber Gottes Geist. Der Vater ist Gottes Geist, der Heilige Geist. Aber wir wissen doch, dass in der Bibel der Geist Erwähnung findet, als eine Person. Genau. Jetzt finden wir hier, dass zwei der drei Personen erwähnt werden und es ist ein Fall des Absolutismus, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Wenn ich jetzt als Christ sage, okay, Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist,
Sohn in der 100%igen menschlichen Essenz weiß es nicht. Okay, in der göttlichen Essenz weiß er es. Was ist mit dem Heiligen Geist? Wieso wird der Heilige Geist hier nicht erwähnt, dass er es zusammen mit dem Vater weiß? Ich weiß, am Ende ist es eins, aber der Vater allein findet hier die Erwähnung. Es wird nicht gesagt, dass es der Heilige Geist ist, sondern nur der Vater. Und wenn ich sage nur der Vater, es lässt darauf schließen, dass es wirklich also nur der Vater. Alle anderen sind ausgeschlossen, auch aus der Trinität her sind alle anderen ausgeschlossen, sondern nur der Vater. Obgleich der Vater den Heiligen Geist besitzt oder nicht. So. Es weiß nur der Vater, in seiner Essenz als Vater Gott, nur der Vater. Sprich, es weiß nur der Herr, nur Gott. So. Und der Heilige Geist findet hier keine Erwähnung. Somit würde ich jetzt meinen Entschluss, wir können gucken gerne, was die Kirchenväter dazu gesagt haben, aber mein Kernpunkt ist jetzt, dass ich sagen kann, laut dem Vers im Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 32, dass laut dem Vers, doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater, gemeint ist, dass der Herr alleinig darüber wissend ist, wann der Tag des jüngsten Gerichts ist und niemand anderes sonst. Und auch kein Heiliger Geist und nicht einmal der Sohn. So, das ist meine Sicht darüber. Wenn du keine Antwort darauf hast, Adlerblick, ist nicht schlimm. Wenn du eine Antwort hast, kannst du sie gerne nennen. Ich habe sogar zwei Antworten darauf, beziehungsweise ich habe zwei Meinungen dazu gehört. Die eine Meinung habe ich jetzt gerade zugeschrieben bekommen per Privatnachricht. Den Namen möchte ich jetzt nicht erwähnen, von wem. Aber die andere Antwort, die ich von anderen Leuten hier auf TikTok gelernt habe, möchte ich einfach mal so wiedergeben. Bitte akzeptiert das nicht als eure allgemeine Meinung und nicht alles einfach übernehmen, was ich sage, weil ich bin frisch im Glauben, liebe Christen. Schlagt es selber nach und erkundigt euch selber darüber. Die erste Meinung, die ich darüber gehört habe, ist, dass der Herr Jesus Christus sich mit dem Menschen gleichstellen wollte und deshalb nicht den Tag quasi gewusst hat. Ob diese Meinung stimmt, weiß ich nicht genau. Das ist habe ich von einigen anderen Gruppierungen aus dem Christentum gehört. Die andere Meinung, die ich gerade eben bekommen habe, ist, dass das eine jüdische Tradition gewesen ist und dass nur der Vater deshalb den Tag wissen soll. Das ist halt eben eine andere Interpretation, die ich gerade per Privatnachricht bekommen habe. Aber die Meinung, die ich persönlich vertrete, auch wie ich sie auch gelernt habe, ist die Meinung, dass der Herr Jesus Christus sich ja mit seiner Schöpfung, beziehungsweise dass Gott sich mit seiner Schöpfung auf die Erde herabgesandt wurde und dass er gleich geworden ist mit dem Menschen. Er hatte immer Zugriff auf dieses Wissen. Er konnte immer wissen, wann der jüngste Tag gewesen ist. Ich möchte dich unterbrechen, Herr Adlerblick. Das ist gerade an meiner Frage vorbei, weil ich das akzeptiert habe mit Jesus. Mit Jesus als Sohn, dass er es nicht weiß, ich akzeptiere das. Ist es kein Problem. Es ist die Frage mit dem Heiligen Geist. Jesus als Sohn, Gott hat sich dem Menschen gleich gemacht und hat es nicht gewusst, hat sich dem Menschen zugehörig gemacht. Aber ich rede gerade von der Essenz des Heiligen Geistes, weil wir haben besprochen, dass der Sohn, der Vater und der Heilige Geist alle Gott sind und in ihrer göttlichen Essenz sich nicht unterscheiden. Jeder hat dieselben Rangstufen, jeder hat dieselben Wissensstufen, beziehungsweise jeder ist gleich allwissend. Ich würde gerne eine Stelle vorlesen. Vielleicht wird die Antwort da klar. Weil die Bibel legt sich ja immer mit sich selbst aus. Du weißt ja, wir haben keine Tafsire, wir haben keine Erklärungen in dem Sinne. Ne? Es gibt klar, gibt es die ein oder andere Bibel-Erläuterung, aber ist jetzt nicht. Also im ersten Korintherbrief in Kapitel 2 ab Vers 10 steht geschrieben: Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Also hier in diesem Vers wird ganz klar gesagt, dass der Heilige Geist allwissend ist. Ja, und von diesem Vers können wir definitiv auch ausgehen, weil der Heilige Geist auch vom Vater ausgeht, ja, dass der Geist Gottes, der muss das wissen, und wir nehmen diese Stelle dafür. Und sagen dann hiermit, wenn es, dass der Geist Gottes allwissend ist. Okay, also tatsächlich mit so einer ähnlichen Antwort habe ich gerechnet. Antichrist hat was sehr, sehr Interessantes geschrieben. In Apostelgeschichte 1,7 soll anscheinend stehen,
euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren. Ja, es ist doch nicht die Frage danach, ob es der jüngste Gericht, ob wann der Tag des jüngsten Gerichts ist. Das ist nicht meine Kernfrage. Meine Kernfrage genau, ist. Seine Frage war, also guck mal, seine Frage war einfach, warum da zum Beispiel nicht steht. Der Tag, also ich kann jetzt nochmal in Markus 13 vorlesen, damit wir das so abwandeln, damit wir da auch sozusagen eine kleine Zufriedenheit stellen. Markus 13, ab Vers 30. Zum Beispiel lese ich das mal so vor, ab 32, um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Heilige Geist und der Vater. Wenn das so da stehen würde, dann würde Abu Ali heute wahrscheinlich in Ruhe schlafen. Ja. Deswegen ist er auch hier hingekommen und hat uns diese Frage gestellt. Und meine Antwort war halt 1. Korinther Brief 2, weil der Heilige Geist... du weißt ja, der Heilige Geist war ja zu diesem Zeitpunkt in Markus 13, war er ja noch gar nicht auf der Erde gesandt, sondern erst ab Pfingsten. Das heißt, wir müssen jetzt weiterlesen, Markus 13, 14, 15, 16, wo die Kreuzigung ist, bis Apostelgeschichte. Das ist eine spätere Zeit. Erst seitdem gibt es ist der Heilige Geist hier, um in die Menschen versiegelt zu werden. Das heißt, auch sinntechnisch passt das da nicht rein. Das passt sinntechnisch rein, weil der Heilige Geist wird erst später ausgegossen. Und zu diesem Zeitpunkt, als Jesus gelebt hat, reicht es, wo er gesagt hat, dass der Vater das nur weiß. Verstehst du auch von dieser Zeitspanne her? Der Heilige Geist war da noch gar nicht da. Ja, ich habe die Antwort. Also das war tatsächlich jetzt... ja, eine ähnliche Antwort, wie ich sie mit einem anderen Christen gehabt habe. Aber ich würde jetzt gerne dann darauf eingehen. Jedoch habe ich jetzt ein kleines Problem. Ich muss leider kurz offline. Ich würde aber dann später nochmal reinkommen, dann können wir das Thema weiter ausdiskutieren. Ich folge dir nochmal, damit ich später... Ich weiß nicht, wie lange du live bist, aber ich komme auf jeden Fall heute nochmal auf TikTok. Wenn du noch da bist, dann werde ich reinkommen. Deswegen, ich wünsche euch was. Ich komme später dann nochmal rein. Ciao. Gottes Segen, mein Lieber. Ja, ciao, ciao. Mein lieber Bruder Adler, hast du... Nikodemus, Gott segne dich, mein Lieber. Gottes Segen, Bruder. Ganz kurz, bevor ich das nochmal wiederhole. Adlerblick, mein lieber Bruder. Ich wiederhole es ganz kurz und dann eine andere Frage. Und zwar Adlerblick. Du hast verstanden, ne? Da müsste dann laut seiner Logik, müsste dann da stehen, weiß es nicht der Sohn, die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Heilige Geist und der Vater. Verstehst du? Ja. Und der Heilige Geist war aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ausgegossen. Genau. Und guck mal, bei uns Bruder Orthodoxen ist ja, der Geist, Heilige Geist geht ja aus dem Vater aus. Und deswegen, wenn er ja noch beim Vater war, ist es ja, verstehst du, ist es ja dasselbe. Genau. Jetzt eine andere Frage, mein Lieber. Ich habe sowieso, ich habe auch sowieso aus 1. Korinther 2 geantwortet. Da steht ja ganz klar drin, dass der Heilige Geist allwissend ist. Ja, von und er forscht ja die Tiefen des Gottes, also die Tiefen des Vaters, genau. Des Sohnes und so weiter. Aber ihr wisst, der Heilige Geist... Du bist gerade abgehakt, Bruder. Sagt ja zu uns, wenn ihr... hört man mich? So, ich hatte einen kurzen Internetaussetzer. Es tut mir wirklich leid. Und zwar, der Herr sagt ja in seinem Wort, wir sollen zu bestimmten Momenten halt nicht mehr überlegen, was wir vorher sagen sollen, sondern der Heilige Geist wird uns was geben, was wir sagen sollen, richtig? Bruder, ich habe dich leider nicht verstanden. Hört man mich gut? Bei mir ist, glaube ich, Robert auch gerade Internetproblem. Warte mal, ich mache mal WLAN aus, warte. Man hört dich. Hört man mich gut, ihr Lieben? Ich höre dich gut jetzt, ja. Genau. Auch genau. Ich muss mir Essen bestellen gerade. Kein Problem, Adler. Adler, hör zu, das ist wichtig, weil du bist ja gerade am Milch am Trinken. Also nicht falsch verstehen. Der Herr sagt ja, die am Anfang im Glauben sind, die sollen erstmal Milch trinken. Das heißt, viel Bibel lesen. Sehr gut geantwortet, muss ich sagen, weil Adler hat gesagt, dass er nicht das ganze Wissen hat und das ist auch die richtige Antwort für jeden Bruder, Christen. Bruder, richtig. Ich wäre sowieso da reingegrätscht. Sowieso wäre ich sofort da reingegrätscht. Es gibt nämlich keinen Christen. Wie war das die Antwort aber allgemein? War die Antwort allgemein? Ja? Die Antwort ist richtig. Es ist ganz klar, der Herr Jesus Christus weiß das in seiner göttlichen Form.
Wenn du den Vers weiterliest, es steht da danach geschrieben, es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen soll. So wacht nun, sagt er, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend, zur Mitternacht oder um dem Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Das ist das Gleichnis dafür, dass wir Menschen das nicht wissen. Und die Schwester hat ja auch eben geschrieben, Apostelgeschichte 1,7, uns ist es nicht gegeben, Tage und Fristen zu wissen. Aber in seiner göttlichen Essenz weiß er es, auf seinem Thron weiß der Herr, wann er wiederkommt. Das steht auch in Zacharia, sogar in Jesaja weiß er, wann der Herr Jesus Christus wiederkommt, auf dem Ölberg, wann er wiederkommt. Das weiß er alles. Aber oder die Antwort ist auf seine Frage, 1. Korinther 2. Der Heilige Geist weiß alles, plus eins, also eins mit Sternchen. Im Sternchen steht dann, dass der Heilige Geist zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ausgegossen wurde. Fertig. Bruder, ganz kurz, weil ich habe hier dem Adler das geschickt mit dem, der Vater verkündet den Tag, weil das ist so ein, das habe ich von messianischen Juden gelernt, und zwar, dass der Vater bei biblischem Brauch den Hochzeitstag verkündet. Der Sohn ist ja der Bräutigam und wir sind ja seine Braut. Und das siehst du ja auch in dem ganzen Neuen Testament, wenn du das durchliest, dass wir ja die ganze Zeit die Braut sind. Jesus ist der Bräutigam und der Vater ist ja der. So. Und deswegen kann es ja auch sein, dass er einfach nur das damit gedeutet hat, dass nur der Vater verkündigt, wann der Tag ist. Richtig. Heißt ja nicht, dass Bruder, er es nicht weiß, weil der Bruder, hat ja so, ganz kurz, weil er hat uns ja so viele Sachen gesagt, was alles passieren wird. Und er hat uns gesagt, ich werde kommen wie ein Dieb. Das heißt, wir sollen es gar nicht wissen. Also wir werden es auch gar nicht wissen. Pass auf. Guck mal, ich bin noch nicht mal so lange im Glauben, aber sogar ich, wo ich die Bibel lese, ich bin ja selber noch nicht so lange im Glauben. Aber selbst ich, wo ich die Bibel lese, ich verstehe das nicht so, als ob Christus sagen würde, hey, ich weiß es nicht, frag mich bitte nicht. Ich verstehe das nicht auf diese Art und Weise einfach. Ich verstehe es einfach nicht auf diese Art und Weise. Kannst du ja auch nicht, weil du siehst ja, dass er viele Sachen sagt. Verstehst du? Nur halt, er verkündet es, nur der Vater. Also nur der Vater verkündet es. Nee, weil ja, die ganze sagst, andere Geist war ja in dem Moment noch nicht komplett dagegen. Wenn du dir zum Beispiel das Johannesevangelium durchliest, die ganzen anderen Stellen tun ja das komplett kontrastieren. Komplett. Er weiß so viel, er weckt die Toten auf und dann soll er sowas nicht wissen. Er ganz sagt genau. Ja nicht, ich weiß es nicht. Es widerspricht sich einfach irgendwo. Die Frage stellt sich für mich überhaupt gar nicht. Ja, doch, Bruder, der sagt schon, nur der Vater weiß es, aber das kann man ja auch anders verstehen. Ganz aber genau. Jungs, ich muss jetzt raus, Gottes Segen euch und macht weiter so. Ciao, ciao. Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen, Bruder. Achso, Moment, ja. Bruder. Achso, er ist schon weg. Bruder, was das Wichtige ist bei dem Thema, deswegen bin ich auch gerne mit dir live, wenn ich generell live gehe und über die Bibel anfange zu sprechen, weil ich finde an jeden, auch der gerade zuhört und der Christ ist, bitte fangt nicht an zu zweifeln, ohne dass ihr hundertprozentiges Wissen habt über den Glauben. Ohne hundertprozentiges Wissen dürft ihr gar nicht anfangen zu zweifeln, weil ihr wisst ja gar nicht, was da drinnen steht. Ihr kennt ja gar nicht die Antwort darauf. Fragt lieber gebildetere Brüder, die schon seit über 8 Jahren, so wie Haru zum Beispiel, dabei sind, die sich wirklich auseinandersetzen damit regelmäßig. Und dann habt ihr auch das Wissen darüber. Meine Sorgen haben sich gerade komplett in Luft wieder aufgelöst. Ne? Fast 10 Jahre mittlerweile. Deswegen, also fragt Brüder, die Wissen haben. Ja, pass auf, das Ding ist, der Geist Gottes, der wohnt ja in dir, und wenn du die Stelle liest, was der Sheikh gerade, der Bruder, gesagt hat, sogar er liest das nicht so, das hat nichts damit zu bedeuten, in dem Sinne, boah, sogar ich, dass er sagt, ja, dass er sich erhöht. Der Geist Gottes, der in ihm lebt, der weiß genau, dass er jetzt forschen muss, wie das gemeint ist. Harut, lad mal besser Glauben ein. Ist der hier? Der Bruder ist ja, doch erkältet. Bruder, Gott segne dich. Er ist doch erkältet, sonst wird er eine Einladung schicken. Wir kennen ihn doch, den lieben Bruder. Ja, Gott segne dich, mein Lieber. Wenn du, Bruder, möchtest, kannst du gerne. Um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, nicht um darauf rumzureiten oder so. Ganz ehrlich, ich habe ein sehr, sehr dickes Problem mit solchen Antworten. Und zwar ein extrem dickes Problem. Wenn jemand sagt, in einem christlichen Land, ich habe mit dir kein Problem als Mensch, aber ich habe ein Problem mit deiner Religion, dann habe ich ein extrem großes Problem damit. Weil darin
stecken zwischen den Zeilen gelesen, steckt da so viel drin. Da steckt so viel drin wie die Nichtbereitschaft der Integration. Das steckt da schon zwischen den Zeilen. Deswegen habe ich damit ein Riesenproblem, wenn jemand sowas sagt. Deswegen gehe ich auch immer sofort von 0 auf 100. Danke, dass du mich auch gerade abgehalten hast vom Essen bestellen. Ich koche mir jetzt lieber etwas, weil das ist viel günstiger. Sonst würde ich jetzt einen 20 ausgeben, wieder voll unnötig. Ich glaube, ich gehe jetzt, stelle mich lieber hinter den Herd. Besser. Nimm lieber, du warst ja gestern einkaufen. Ja, nee, da. Ja, genau. Die Haram-Salami habe ich ja auch. Die Haram-Sujuk. Das ist nicht Haram für dich. Du darfst essen. Du darfst auch Hase essen. Ich weiß. Haram, Bruder. Denk mal, du bist ja Armenier. Stell dir mal vor, bei dir in Armenien, das passiert so. Du weißt, Armenien ist nicht wie Deutschland. Deutschland ist sehr liberal. Die lassen einfach alles über sich ergehen. Ja, okay. Aber Armenien ist zum Beispiel nicht so. Andere Länder sind nicht so. Zum Beispiel Ungarn, Russland, Türkei. Alle anderen Länder würden anders auf sowas reagieren. Und zwar gesund. Weil das ist ungesund, wenn man so drauf reagiert. Wenn man alles mit sich machen lässt. Okay, vielleicht hat Christus gesagt, halt die andere Wange hin. Aber Christus hat auch nicht gesagt, lass dir den Kopf abschneiden. Verstehst du, was ich meine? Das ist Situation. Ja, du darfst dich schon. Der schiitische Stuhl an sich ist schon friedlicher. Das muss man schon zugeben. Natürlich friedlicher. Darauf wollte ich aber nicht hinaus. Damit wollte ich sagen, dass man nicht unbedingt gezwungen ist, sich überhaupt nicht zu wehren, nur weil man Christ ist. Das bedeutet das einfach nicht. Wie gesagt, ich bin auch neu im Glauben, aber ich verstehe das auch nicht so, dass man über sich einfach alles ergehen lassen muss. Ja, aber Bruder, das Ding ist, pass auf, ich gebe dir jetzt ein geistliches Beispiel. Ja, wenn du die Bibeln immer mehr liest und im Geist stark wirst, ja, dann bereitet dich auch Gott auf irgendetwas vor. Das heißt, du sollst diese Frucht bringen zu gegebener Zeit. Und alle Aposteln und auch der Herr Jesus Christus haben aber mit sich gemacht, also mit sich lassen machen, alles ergehen lassen. Die wurden aber gesteinigt, getötet. Alle Apostel, kein Problem. Ich sage dir nur, was in unserem Wort steht, bei aller Liebe. Ja, ich sage dir nur, was in Epheser 6 steht. Ja. Weil in Epheser 6 steht das so. Wir sind im Krieg nicht mit den Mächten Ding. Ich zähle das gar nicht zu den Mächten der Welt oder so. Ich zähle sowas zu den Mächten der Verdammnis so. Weißt du, was ich meine? Epheser 6 spricht ja auch in diese Richtung. Wir sind im Krieg, sagt er. Nicht mit den Menschen hier, sondern mit dem geistlichen schlechten, nennen wir es mal, Angewohnheiten. Ja, ich finde jetzt nicht gerade das richtige Wort dafür. Ich kann es dir vorlesen. Das ist für mich ein böser Geist irgendwo. Ja, aber es steht geschrieben, guck mal, ihr im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Das heißt, mit der Zunge. Genau. So steht es.